Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute gerne ein Produkt vorstellen. Und zwar zeige ich euch heute dieses tolle Produkt. Das ist der Fika Kinderföhn. Und lasst uns bitte erstmal über das Design sprechen. Wie süß ist bitte diese ganze Verpackung? Also ich finde es total niedlich, also richtig, richtig süß. Und auch den Föhn finde ich ganz süß. Ich habe ihn schon einmal ausgepackt, schon einmal reingeluschert. Genau, finde ihn ganz klasse. Aber den werden wir uns gleich nochmal genauer angucken und vor allem gemeinsam genauer angucken. Diesen Föhn möchte ich euch heute gerne vorstellen. Den habe ich netterweise zugeschickt bekommen von der Firma Fika und habe ihn ausprobiert und tatsächlich befinde ich ihn für gut. Es gibt ein, zwei Punkte, wo man vielleicht sagen kann, na, da bin ich mir nicht so sicher. Aber wenn ihr ihn dann ausprobiert habt, dann wisst ihr, okay, er ist eigentlich echt cool und echt niedlich. Und genau, dieses Produkt möchte ich euch gerne vorstellen. Also, vielleicht nochmal ein paar Fakten am Rande. Zuerst, die Marke Fika ist eine Marke, die diesen Föhn über Amazon vertreibt. Also ihr könnt ihn bei Amazon bekommen. Ich packe euch selbstverständlich den Link hier unten rein. Da könnt ihr sehr gerne mal nachschauen. Da sind auch noch ausführlichere Produktbeschreibungen und auch Rezensionen und so weiter. Also da schaut bitte gerne vorbei. Genau, der Föhn kostet 45 Euro und das ist halt ein Punkt, wo man sagen kann, oh, 45 Euro. Aber er hat, wie ich finde, eine sehr gute Qualität. Und die Verarbeitung ist gut und deswegen, gerade auch, weil es ein Föhn, ich sag mal, extra für Kinder ist, also der so ein bisschen kinderfreundlicher ist und wo so ein paar Aspekte bedacht wurden, die halt für Kinder sind, finde ich, kann man das auch ausgeben, ist das völlig in Ordnung und ja, finde ich einen guten Preis. Also, über Amazon erhältlich, 45 Euro kostet er und dann sage ich euch mal ein paar Fakten, ich lese euch das mal vor. Ich habe es mir nicht alles, ich habe es nicht auswendig gelernt. Also ich weiß, er wiegt auf jeden Fall 350 Gramm. Das ist echt wenig. Er ist total schön in der Handhabung und deswegen können Kinder ihn auch gut handhaben. Er hat 550 Watt Leistung. Für alle, die so ein bisschen mehr Wert auf diese ganzen Themen legen, 220 bis 240 Volt, 50 Hertz Nennfrequenz. Also, falls euch das interessiert. Genau, 350 Gramm. Das Kabel ist 180 cm lang, also wie ich finde, eine ganz schöne Länge. Was bei Kindern manchmal ganz gut ist, da Kinder sich ja auch bewegen und Kinder aktiv sind und so weiter. Das finde ich eine gute Länge. Der Föhn ist 108 x 80 x 1 x 210 so, mm. Das sind so die Abmessungen. Ich zeige ihn euch, wie gesagt, gleich. Und er hat drei Stufen und das finde ich persönlich sehr gut. Wir packen ihn mal aus und dann erzähle ich dazu mehr. Also, das ist die Verpackung. Wie gesagt, super, super süß. Also ich als Verpackungsopfer bin da sofort dabei. Und das hier ist dann der Inhalt. Der Inhalt, was einem gleich entgegenkommt, sind Sticker. Und auch sowas liebe ich, ja. Finde ich total süß. Es sind zwei Sticker-Sets dabei. Die mache ich euch mal ein bisschen schärfer. Einmal dieses Sticker-Set, was so ein bisschen, ich sag mal, jungenhafter ist. Mit mehr Blautönen und dieses Sticker-Set, was mit ein bisschen mehr Rosatönen ist. So. Aber man kann das natürlich auch kombinieren. Und diese Sticker-Sets sind da, damit die Kinder ihren Föhn so bekleben können, wie sie es gerne möchten. Und das allein ist ja auch schon irgendwie niedlich. Das ist dann wirklich, ich sag mal, wenn das Kind Emily heißt, als Beispiel, kann Emily ihren Föhn so bekleben, wie sie es möchte. Und das ist dann wirklich ihr Föhn. Und der von niemand anderem, er sieht nicht so aus wie irgendein anderer, sondern das ist ihr persönlicher, personalisierter Föhn. Und das mögen Kinder, glaube ich, ganz gerne. Also das ist sehr süß. Sie können die Kleber natürlich auch woanders hinkleben, aber auf dem Föhn ist natürlich auch süß. Und da findet ihr übrigens bei Amazon auch Bilder dazu, wie das aussehen kann. Super niedlich. So, und dann ist hier der Föhn drin. Den hole ich hier mal raus. Hier ist auch eine kleine Anleitung dabei. Und der Föhn ist einmal in so einer Tüte drin und schaut mal, wie süß er ist. Er ist echt niedlich. Man kann ihn super in der Hand halten. Also er ist jetzt nicht, also er ist klein. Hier seht ihr meine Hand im Vergleich dazu. Ne? Aber es ist jetzt nicht, dass man denkt, oh Gott, was habe ich denn da Kleines? Sondern es ist wirklich griffig und es ist gut und leicht. Also das Kabel ist irgendwie gefühlt schwerer als der Föhn. Das ist das Kabel und wie ihr seht,
Es ist ein anständiger Stecker, es ist anständig verarbeitet alles. Es ist wirklich eine gute Qualität. Also da oben ist nur so ein, das ist so ein Huggel, also der gehört dahin. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass es da nass ist oder dass da ein Problem gibt. Das ist einfach ein optisches kleines Merkmal. Genau, so sieht der Föhn aus. Und hier an dem Kabel habt ihr so ein kleines Ding, um das wieder festzumachen. Immer finde ich auch ganz klasse. So, jetzt ist das Kabel aufgewickelt oder abgewickelt, besser gesagt. Und es ist wirklich ein sehr langes Kabel. Ja, ist super für Kinder geeignet. Also, das ist der Föhn. Ihr habt das hier vorne schon gesehen, dass man da nicht reinfassen kann in irgendwas. Bei meinem Föhn persönlich ist es so, ich kann da, glaube ich, reinfassen. Wenn ich meinen Aufsatz abnehme, kann ich reinfassen. Hier nicht. Also hier können die Kinder nicht irgendwo reinfassen, wo es heiß wird oder irgendwas. Genauso wie hier hinten. Also das ist alles zu und fest und ja, safe sozusagen. Und dann gibt es drei Stufen. Die werde ich euch auch mal etwas genauer zeigen. Ich hoffe, dass ihr das gut erkennen könnt. Hier ist der Regler und hier stehen die Stufen drauf. Es gibt einmal Cool, einmal Hair, einmal Body und dann halt aus, also Skin, Entschuldigung, nicht Body, Skin. Und es gibt eine Kindersicherung. Man kann, wenn man jetzt hier irgendwo, also das ist ja dieser kleine Knopf und oder dieser Regler und der hat einen kleinen Knopf hier, dieses. Den kann man drücken und dann hochschieben und wenn dieser kleine Knopf, dieser hier, gedrückt ist, ist es die Kindersicherung, sodass nichts passieren kann und das Kind da nichts ändern kann, beziehungsweise man kann ihn auch hier unten dann festmachen. Also ja, finde ich super, sodass ja, dass das Kind halt keine Änderung da an irgendeinem Modus oder irgendwas vornehmen kann. Das ist super. Und ich würde sagen, ich blende euch mal eben ein Video ein. Ich setze mich mal hier an die Seite. Ein bisschen mehr an die Seite. So. Ich zeige euch hier mal ein Video, da habe ich den Föhn an meinem Sohn getestet. Und mein Sohn kam gerade aus der Badewanne und ich habe ihm die Haare geföhnt. Und ich habe mit Absicht, also so wild föhne ich sonst nicht, ich habe mit Absicht auch seinen Körper geföhnt oder sein Gesicht. Und habe wirklich relativ dicht das dran gehalten und das hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Also es war auch nicht, dass er so zur Seite gegangen wäre oder irgendwas. Denn dieser Föhn pustet wirklich sehr sanfte Luft. Er ist nicht zu heiß, also es ist so, in dem Skin-Modus geht er auf bis zu 38 Grad, also maximal 38 Grad und in dem Haarmodus bis maximal 52 Grad. Und dadurch ist er auch in dem Haarmodus, was übrigens der wärmste Modus, also hört man ja raus, was der wärmste Modus ist, ist er trotzdem noch relativ angenehm für Kinder. Und diesen Haarmodus hatte ich aktiviert, glaube ich, als ich sein Gesicht auch angeföhnt habe und es war ihm nicht zu heiß. Also es ist wirklich angenehm und ihr könnt, wie gesagt, drei Stufen wählen. Einmal kalt. Ich wüsste jetzt gerade nichts, wofür man kalt benutzt. Also ich zumindest nicht, aber man kann auf jeden Fall auch kalt pusten. Man kann den Körper abpusten und das ist zum Beispiel auch bei kleinen Babys, damit man nicht immer Tücher benutzen muss, um die Kinder also wenn man die Kinder sauber macht, dass man da nicht mit einem Tuch immer rübergehen muss, was die Haut vielleicht reizt. Man kann einfach mit dem Föhn so ein bisschen föhnen oder halt auch nach dem Baden kann man das Kind auch so ein bisschen abföhnen und muss das Kind nicht abrubbeln mit einem Handtuch oder so. Mögen ja vielleicht nicht alle Kinder, sondern finden das vielleicht auch ganz spannend, wenn da mal so ein Föhn ist. Da kann man vielleicht auch mal hinlangen und hingreifen. Wie gesagt, er wird nicht so heiß, dadurch ist das völlig in Ordnung. Und man kann hier halt auch nicht irgendwo reingreifen und was anstellen. Die Eltern sollten natürlich immer dabei sein. Also ein Kind sollte auf jeden Fall nicht damit alleine spielen. Das ist ja klar, ist ja mit allen Elektrogeräten so. Aber so ein Kind kann das ruhig mal anfassen, da passiert nichts. Und ja, ich finde das irgendwie ganz cool, dass man auch diese Funktion hat, dass es ein bisschen kühler ist als die Haarstufe, sage ich mal. Ne? Also so ein bisschen warm und man dann das Kind auch einfach trocken föhnen kann, wenn es aus der Badewanne kommt. Das macht das Ganze noch zu einer schöneren Routine, zu einem, ja, das macht das Ganze irgendwie entspannt. Das Kind liegt da und fühlt sich geborgen und wird ein bisschen warm angepustet und ich glaube, dass das ganz, ganz toll ist für Kinder. Bei meinem Sohn ist es so, mein Sohn ist viel zu hibbelig für sowas. Also ich werde diese Körperstufe eher selten bei ihm benutzen. Wenn er den Föhn selber benutzen möchte, dann würde ich das auf diese Stufe einstellen, dass er selber ein bisschen machen kann.
Aber ansonsten, wenn ich ihm nur die Haare mache, dann benutze ich die Stufe Hair. Und da, wie gesagt, das ist warm, ja. Und auch man merkt, dass es wärmer ist als die Körperstufe. Aber es ist nicht zu heiß. Und das finde ich so gut. Und wie gesagt, es pustet auch nicht so doll. Ich wollte euch mal eben die Lautstärke zeigen. Natürlich, jetzt, da es hier sehr leise ist, wird euch das ein bisschen lauter vorkommen. Aber es ist auf jeden Fall leiser als mein Föhn. Also, mal eben aus der Steckdose. So. Und jetzt mache ich mal für euch den Körper an. Also die Stufe Skin. Das ist die Stufe Skin. Es ist angenehm warm. Man kann hier überall anfassen. Hier wird überhaupt nichts warm. Es ist komplett kalt. Und es ist, wie ich finde, relativ leise. Und es, also ich denke, man hört doch auch, dass es nicht so doll pustet. Ich mache jetzt mal Stufe Hair. Die ist natürlich ein bisschen lauter, ein bisschen doller. Gut so. Kann man das sehen? Ja, ne? Wenn ich nochmal auf die andere Stufe zurückgehe. Ja, die ist natürlich viel leiser. Und dann gibt es natürlich noch die Stufe Cool. Die Stufe Cool ist auch lauter. Das hört sich interessant an. Ich muss euch sagen, es dauert ein bisschen. Wenn ihr natürlich vorher auf Vollpower her hattet, dauert das natürlich einen kleinen Moment, bis es wieder auf cool ist, ne? Also bis es ein bisschen kälter ist. Aber ich finde das auf jeden Fall super, es funktioniert gut. Und ihr habt gehört, es gibt verschiedene Lautstärkestufen, es gibt verschiedene Pustintensitäten und es funktioniert alles super. Genau. Was ich persönlich daran toll finde und auch an der Aufmachung, und so ist es auch als Tipp bei Amazon beschrieben, dass man den super verschenken kann. Dass man zum Beispiel, das wären jetzt so meine Sachen, wo ich sagen würde, ja, definitiv stimme ich zu, wenn ihr das Design so seht. Also es ist für Jungs und für Mädchen gedacht. Ich bin so ein bisschen eigen. Bei mir gibt es Jungsfarben und Mädchenfarben, rosa und blau. Oder so Türkis und so. Aber ich toleriere natürlich auch alles andere. Also bei mir darf, ne, jeder Mensch das tragen, was er möchte und das sein, was er möchte. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz nur sagen. Aber wenn wir jetzt mal nach diesem alten Klischee-Denken gehen, finde ich, passt es trotzdem, weil hier ist rosa und so Türkis eingearbeitet. Man kann es an Männlein oder Weiblein verschenken. Und ich würde das, wenn ich es verschenken würde, an jemanden verschenken, der entweder eine Babyparty macht, weil er ein Kind erwartet, also Babyshower. Das wäre ein cooles Geschenk. Das ist sicher was, wo nicht jeder drüber nachdenkt, aber was super hilfreich dann ist, gerade für Neugeborene. Dann auch zur Geburt ist das auch ein schönes Geschenk, wenn man vielleicht keine Babyparty oder sowas hatte, kann man das super zur Geburt verschenken. Zum Geburtstag, zum Beispiel zum, ja, ich weiß nicht, zum ersten, vielleicht zum zweiten. Zum zweiten Geburtstag würde ich passender finden, weil die Kinder da schon so eine gewisse Selbstständigkeit haben und wissen, was das ist und so ein bisschen auch laufen können, Sachen festhalten können, wissen, wie sie mit Sachen umzugehen haben. Also mein Kleiner, der ist jetzt anderthalb ungefähr und der, nee, noch nicht. Ein Viertel, sagen wir mal so. Und der kann halt auch seine Bürste zu den Haaren führen und weiß, dass er mit der Bürste seine Haare bürstet. Und der wüsste auch genau, dass er diesen Föhn hier an den Haaren benutzen muss. Und da würde ich vielleicht zum zweiten Geburtstag auch sagen, Mensch, das ist ein tolles Geschenk, dass der Kleine oder die Kleine dann schon selber das benutzen kann. Und fühlt sich vielleicht auch ganz toll, wenn das Kind die Mama oder den Papa, wie auch immer, sieht mit einem Föhn und dann hat das Kind seinen eigenen Föhn und stellt sich daneben, finde ich super. Gerade in dem Alter, wo Kinder sich freuen, wenn sie auch was Eigenes machen dürfen und ausprobieren dürfen. Oder was ich auch interessant finde, wenn so ein Kind in einem jungen Alter ein Schwimmabzeichen macht. Oder man geht gemeinsam mit dem Kind hin und sagt, Mensch, du, ne, machst jetzt dein Schwimmabzeichen, dein Seepferdchen oder so. Und dann hat das Kind halt so einen eigenen kleinen Föhn, den es immer mitnehmen kann. Entweder für diese Zeit, die man dann immer ins Schwimmbad geht und immer übt. Oder halt, wenn das Kind sein Schwimmabzeichen bestanden hat. Als kleines Geschenk. Finde ich auch eine coole Sache. So, finde ich irgendwie, finde ich interessant. Also dieses Produkt
Wie gesagt, ich kann euch das nur ans Herz legen. Ich packe euch das unten in die Infobox, den Link und auch nochmal so ein paar Fakten dazu. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, diese kleine Produktvorstellung. Ich würde es euch nicht vorstellen, wenn ich den Föhn nicht cool finden würde. Ich finde ihn total niedlich und er ist total, ja, er ist halt handlich und er ist süß und ja. Ich habe jetzt ihn ein, zwei Mal, glaube ich, schon bei meinem Sohn ausgetestet und ich denke, beim nächsten Mal werde ich ihm den auch mal in die Hand geben, dass er den auch mal festhalten kann und mal selber gucken kann, oh, das pustet mich ja an und ja, finde ich sehr süß. Und denkt doch auf jeden Fall mal drüber nach, was es demnächst bei euch für Anlässe geben könnte im Bekannten- oder Familienkreis, wo man so einen Föhn verschenken könnte. Ich würde es cool finden, wenn ihr euch da mal umschaut, wenn ihr auf den Link klickt, wenn ihr da einfach mal hingeht und guckt. Und wenn ihr dann das als Geschenk verschenken wollt, hey, Win-Win-Situation. Denn ich habe euch sozusagen ein tolles Produkt gezeigt. Das macht mich glücklich. Ihr seid glücklich, weil ihr eine Idee bekommen habt. Wäre doch klasse. Also, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich wie immer über ein Däumchen nach oben. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!